Meine verehrten Damen und Damen und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar bin ich nicht alleine da, sondern habe auch meinen guten Freund am Start. Sag mal hallo. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen GTA 5 Challenge zusammen mit Dukan. Yeah. Und wer will die heutige Challenge erklären? Ich würde mal sagen, Pascal erklärt die Challenge. Okay, dann erkläre ich die Challenge. Und heute, die Challenge heißt mit Flugzeug überfahren Challenge. Das heißt, hier haben wir schon ein Flugzeug. Wir machen gleich Xing Shang Chong, wer zuerst fliegen darf. Jeder darf dreimal fliegen und der Pilot hat die Aufgabe, den anderen zu überfahren mit dem Flugzeug, der hier auf der Landebahn hin und her laufen darf. Und man darf nur das Flugzeug beschädigen, aber nicht den Pilot abschießen. Und nur mit Pistole. Und jeder darf dreimal fliegen und wer dann mehr getötet hat, hat direkt gewonnen. Mehr gibt's halt nicht. So, Dukan, wir machen jetzt Xing Shang Chong. Xing Shang Chong. Was hast du? Schere. Ich hab Stein. Okay, das heißt, ich darf den Schein. Und du fliegst zuerst. Okay. Ich frage. Okay. Du kannst. Also, du darfst mich jetzt mit deiner Pistole abschießen. Ich darf dich nicht, ich darf nur halt dein Flugzeug beschädigen. Aber, aber starte erstmal. Und ich darf hier die ganze Landebahn hier benutzen. Aber man muss auf der Landebahn. Und wenn du willst. Warte, habe ich Pistole? Ja, wir dürfen nur die normale Pistole benutzen. Kriegst du überhaupt Schaden an deinem Flugzeug? Nein. Das ist doch knapp. Das war überhaupt nicht knapp, ey. Auf jeden Fall schaut auch bei Dukan vorbei. Sein Kanalname steht unten in der Informationsbox. Würde uns freuen, wenn ihr bei unserem beiden Kanälen vorbeischaut. Auch bei meinem. Mein Kanal steht hoffentlich ja auch in der Infobox, aber das weiß ich ja bei Dukan nicht. Und ich verlinke euch mal Pascals Kanal hier oben rechts. Ihr könnt hier Pascals Kanal sehen. Ihr könnt ihn auch mal abonnieren, wenn ihr Eier habt. dann seht ihr die Challenge von beiden Sichten aus meiner und auch aus Dukans Sicht auf den Kanälen. Genau. Ihr könnt auch euer zweites Handy benutzen und beide unsere Challenge gleichzeitig sehen. Oh Gott, oh Gott. Nein! Und der erste Kill geht an mich. 1-0 für Dukan. So, Dukan, lande. Jetzt komm ja, warte, ich muss kurz. Und das ist einfach neu. Vom Weiten aus muss ich langsamer sein, dann landen. Ich nehme einfach ein neues, weil das eh schon halb kaputt. Achso, das heißt, dass ich dann auch abspringen kann. Ja. Ich nehme einfach neues. So, dann fliege ich mal mit dem Fallschirm. So Leute, ich hoffe, dass jetzt regelmäßiger GTA-Challenges kommen. Nur das Problem war, dass Dukan jetzt ja krank war, wie er in der ersten Challenge schon gewusst hat, und das ist dann schlimmer geworden und alles. Deswegen gab es leider. Ja, deswegen konnte ich nicht aufnehmen. Deswegen gab es leider keine GTA 5 Challenges, aber jetzt sind wir richtig am Stissel und. Jetzt geht's mir heute ein bisschen besser und dachte mir so, komm, lass jetzt mal eine Challenge mit Pascal machen. Das haben wir schon so lange geplant und dann ging das nicht und alles. So, Dukan, bist du bereit? Geh auf die Landebahn. Ich liebe einen Fallschirmspringen, Alter. Geh auf die Landebahn.
Okay. In der Mitte. Ich komme. Denk an nur Pistole, mehr kein Raketenwerfer. Ja. Bist du auf der Landebahn? Nein, noch nicht. Ich komme. Bist du? Ah, Scheiße. Das ist gar nicht so einfach, wie man gedacht hat, ne? Scheiße, ohne Schalldämpfer. Was? Ich habe eine Pistole ohne Schalldämpfer, ich krieg dafür Bullen. Ich habe auch kein, Leider, leider. ich habe auch keinen Schalldämpfer und ich habe keine Bullen bekommen, also. Wo soll ich halt nicht mich töten, nur mein Flugzeug darf ja kaputt machen. Scheiße. Mann, Leute, ist das schwer. Wie viele Minuten hat eigentlich der andere Zeit, um mich zu töten? Keine Ahnung, so lange wie wir wollen. Da geht das Video eben wieder 44 Minuten. Oh nee, das ist nicht voll. Du kannst, schießt du überhaupt auf mich? Ja, ich schieße. Sehe ich gar nicht. Oh ja, jetzt hast du geschossen. Ja. Mit dem Flugzeug ist das gar nicht so einfach. Doch, eigentlich schon. Er hat so einen riesen Wendekreis. Hast gedacht, ich stürz ab, ne? Denk dran, wenn du abstürzt, gibt es Punkt für den anderen, ne? Also. Ja. Ich ziehe gerade mit der Sniper, damit ich sehen kann, wo du bist. Hallo? Nein. Ich ziehe nur mit der Sniper. Ich schieße ihn nicht. Ja, warum hol doch jetzt Pistole wieder raus? Ich kann dich doch nicht abschießen. Du bist halt schlecht. Na. Also, wenn euch die Challenge gefallen, gebt einfach mal einen Daumen nach oben, das wird uns beide sehr freut. Und jetzt Scheiße. Und dann sehen wir, dass ihr mehr davon wollt. Genau. Okay, nee. Siehst du eigentlich die Schüsse? Ja, ab und zu mal. Ja. Scheiße. Zweiter Punkt geht an mich. Verdammt, das kann doch nicht sein, Mann. Jeder darf dreimal fliegen. Jupp. Und wir sagen, der hat immer dann 5 Minuten Zeit, okay? 5 Minuten. Ja. Na gut. Und sonst geht die Chance wieder 300 Minuten oder so. Dann suchen wir kurz den Timer aus. Ich flieg schon mal, ne? Ja, mach mal. Und wir wollen auch nicht, dass die Chance wieder 44 Minuten geht. Oder Drucker?
So Leute, ich hoffe, dass jetzt der Ton leiser ist, weil einer hat mir in den Kommentaren geschrieben, dass GTA zu laut ist. Das habe ich jetzt mal leiser gestellt und... Okay, du kannst jetzt kommen. Warte. So, dann starten wir den Timer. Ich würde sagen, deine 5 Minuten laufen ab jetzt. Sogar wenn du es in dieser Zeit nicht schaffst, kriegt der andere einen Punkt, ne? Oh Gott. Ja! Hä? Ja, sofort ein Punkt. Hey, nur weil ich gegen dieses Auto da gerannt bin, Alter. Das war ja scheiße. Aber es zählt trotzdem. Das ging aber schnell. Ich muss jetzt den Punkt holen, sonst habe ich, glaube ich, verloren. Ja, 3 Punkte insgesamt, oder? Nein, oder wie viel müssen wir? Dreimal fliegen. Egal. Ich stehe gerade 3 zu 0 für dich. Mann, ich hasse Bullen, Alter. Ey, Bruder von Lestau. Hier. Flugzeug ist ein bisschen beschädigt, aber macht jetzt nichts. Egal, ich nehme das nicht. Nimm anders. Hier sind so viele Lietes, dass das Lukas Lietes, der abgestürzt ist, weil er nicht fliegen kann. Ich hoffe, dass jetzt hier ein Standflugzeug ist. Also, bitte, ja. Na, wo bist du, Pascal? Hier hinten. Kriegst du schon ein Flugzeug? Noch nicht. Steigt ja gerade ein. Ist ja egal, welches Flugzeug, oder? Ja. Du kannst auch natürlich einen Titan nehmen, wenn du willst. Nee. So, bist du auf der Landebahn? Ja. Ich laufe jetzt auf der Landebahn. Bereit? Jupp. Und los geht's. Oh Gott, wo bist du denn? Oh, da hinten. Oh Scheiße. Das ist gar nicht so einfach, ne? Ich werde schon wieder. Wieder fast abgeschossen. Hier könnt ihr sehen, wo Pascal ist. Hm. 4 zu 0 für mich. Ich hoffe, so, du fahrst. Okay, du kannst. Damit hast du dann auch gewonnen. Weil du nicht mehr. Weil ich dich ja eh nicht mehr aufhören kann. Okay, dann würde ich mal sagen, ich habe die Challenge gewonnen. Scheiße. Okay, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Oder besser gesagt, ein Like aus dem Schlampers. Schreibt in die Kommentare, was wir noch für Challenges machen sollen. Oder was wir Missionen machen können oder so anderes. Wir können auch Last Team Standing aufnehmen, wenn wir Bock haben. Und bis zum nächsten Video. Peace. Schön, Leute, das war's. Vergesst nicht zu abonnieren und Lukas abonnieren. Und einen Daumen nach oben zu geben. Und das war's dann mit dem Video. Tschüss.